Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Monatsvideo und ich habe sogar das passende T-Shirt an. Make love, no waste. Ja, ich nehme euch wieder mit einen Monat lang durch mein Leben und möchte euch ein paar Zero Waste und Nachhaltigkeitstipps geben. Und diesen Monat wird es besonders interessant, denn wir verlassen Berlin und diese Wohnung. Wir werden eine kleine Reise machen und da kann ich euch auch mal zeigen, wie das so unterwegs bei uns zugeht. Jetzt aber kommt nun gleich der erste Tipp. Ich habe mir gerade einen Kaffee gemacht und ich esse leckere Erdbeeren dazu. Und da wirklich drauf zu achten jetzt, da wo kommt denn das Obst und Gemüse her? Bei Äpfeln, da gestern, ich sehe nicht richtig. Also da sind ganz viele Äpfel und manchmal greift man gedankenlos nach irgendeinem Apfel, aber man muss echt immer checken, wo die herkommen, weil da lagen einfach Äpfel aus Neuseeland. Ich denke mir, welcher Mensch braucht Äpfel aus Neuseeland? Niemand. Äpfel, die wachsen hier in Brandenburg. Die wachsen in Deutschland, Südtirol auch noch super, aber bitte nicht aus Neuseeland. Und ja, das sind Erdbeeren aus Brandenburg und ja, mega lecker, mega gut und auf jeden Fall nachhaltig saisonales Gemüse und Obst zu kaufen. Und es ist auch voll interessant, das findet man im Internet auch, einfach mal so einen saisonalen Gemüse- und Obstkalender sich anzugucken. Was wächst denn jetzt überhaupt? Was ist natürlich? Was kann ich denn überhaupt gerade auf dem Markt kaufen oder im Supermarkt, was auch in Deutschland wächst? Ah, und noch was, auf was ich achte, wie diese ganzen Sachen verpackt sind. Oft sind ja Erdbeeren in einer Plastikschale und dann nochmal in Plastik eingeschweißt. Und meine Erdbeeren, die waren zum Beispiel nur in diesem kleinen Pappschälchen. Was natürlich auch mega gut ist und es bald wieder auf hat. Einfach solche Erdbeerfelder, wo man selber pflücken kann. Das ist auch mega cool, macht mega Spaß und man freut sich dann richtig, wenn man das selber geerntet hat. Guten Morgen! May I introduce you to the cows? Ich habe gesagt, wir machen eine kleine Reise und ich versuche jetzt da zu packen. Und es ist 4 Wochen, es ist wirklich lange. Ich versuche wirklich nur einen großen Koffer zu packen. Das ist für mich schon sehr minimalistisch, weil das Problem bei mir ist, dass ich halt auch immer so Foto- und Videoproduktionen habe und dann halt auch immer so ein bisschen mehr Klamotten brauche, damit das ein bisschen abwechslungsreich und schön aussieht und ich weiß auch nicht, wie das Wetter wird etc. pp. Deswegen muss ich immer leider ein bisschen mehr mitnehmen, als ich eigentlich möchte. Ich habe wirklich in Portugal gesehen, mir reichen eigentlich 4 Teile. Das ist auch irgendwann mal erstrebenswert, wenn ich keine Fotos mehr mache und keine Videos. Aber jetzt da, ist das schon ein ganz schöner Act immer für so viele Leute zu packen. So, bei dieser ganzen Packaktion ist mir wieder aufgefallen, dass ich so viele Socken habe, wo ich nur noch ein paar von habe. Und das ist der Top-Tipp. Wisst ihr, für was ihr die verwenden könnt? Zum Staubwischen. Ta-ta-ta-ta-ta. Ihr könnt damit einfach ein bisschen nass machen und staubwischen und dann wieder waschen und wiederverwenden. Das ist besser als jeder Putzlappen. Mega geil. Ich habe was entdeckt, mal wieder im Supermarkt. Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Etiquable? Das ist auf jeden Fall eine krasse Schokolade, die recht nachhaltig sein soll. Und es gibt mal so eine kleine Hausaufgabe von mir. Schaut doch mal, die habe ich beim Edeka gefunden, ob ihr die auch findet. Und informiert und recherchiert mal ein bisschen, was an dieser Schokolade gut ist. So gehe ich nämlich auch immer mit offenen Augen durch die Welt und sehe Produkte, die mich irgendwie ansprechen. Und dann fange ich an zu recherchieren, ob es wirklich gut ist. Und ich habe, glaube ich, schon mal von dieser Schokolade gehört, war aber dann echt total baff, als die im normalen Supermarkt stand. Ja, kleine Hausaufgabe, ihr könnt sie gerne unten in den Kommentaren für mich lösen. Dankeschön. Ja, die Alma hat neulich das erste Buch von mir mit Kulli bekritzelt und dann dachte ich mir, okay, ich erkenne ihr künstlerisches Talent und ihren Willen und ich hatte auch gar keine Ahnung, was man irgendwie Kindern als erstes für Stifte kauft. Ich habe mich jetzt für Wachsmalstifte entschieden und die habe ich bei der Bio Company gekauft. An der Kasse gab es die. Das sind von Ökonorm und ja, es ist reines Bienenwachs. Also es ist leider nicht vegan, aber es scheinen da wirklich keine Chemikalien oder schädliche Inhaltsstoffe drin zu sein. Also total ungefährlich für Kinder und es scheint mir auch sehr umweltfreundlich und made in Germany. Und vielleicht zum Thema Malen noch ein Tipp. Das muss ja nicht immer irgendein weißes Blatt Papier sein. Das kann auch einfach ein Stück Karton sein. Zum Beispiel hier bemalt sie gerade die Innenseite von ihrer Milch, von ihrem Milchkarton. Das spart halt auch nochmal Papier, wenn man einfach da guckt, was im Müll ist und was man vielleicht noch bemalen kann. Wir bereiten ja gerade alles vor. Ich habe schon gepackt und was auch immer eigentlich vor einer Reise auf meiner To-Do-Liste gehört, ist so
zu Haushalten, dass ich nichts wegwerfen muss von meinen Lebensmitteln. Ich habe hier noch einiges an Obst und Gemüse. Das würde ich so mal nie essen können. Deswegen mache ich da jetzt einen Smoothie draus. Und zum Beispiel habe ich noch ganz viele Tomaten hier. Daraus koche ich jetzt einfach noch schnell eine Tomatensauce und gefriere die ein. Und das könnte eigentlich auch das Rezept für dieses Mal sein, wie man ganz easy einfach eine frische Tomatensauce selber macht. Die drei Knoblauchzehen schälen und zerstückeln. So, hier wird jetzt mit dem Öl der Knoblauch angebraten. Almi steht am Ofen. Wir machen auch gerade noch Ofengemüse, nicht hinlang. Und ich habe schon mal die Tomaten klein geschnitten. Die kommen dann gleich zum Knoblauch und dünsten ein paar Minuten. Das Ganze dann noch mit Salz und Pfeffer abschmecken. Und ich habe jetzt noch eine Sojakrisin rein, weil die auch noch übrig war. Und das Ganze kommt dann in den Mixer. Und fertig. Herzlich willkommen von der Raststätte. Wir machen hier gerade ein kleines Päuschen und essen was. Kleiner Tipp, was ich immer empfehlen kann, Besteck mitzunehmen. Ich habe so ein kleines Besteck to go mit Messer, Gabel und sogar asiatischen Stäbchen. Und dieses Bienenwachstuch, das kann man super als Tischdecke ein bisschen verwenden. Und ja, wir haben jetzt unsere eigene Sache mitgebracht, weil wir noch so viel übrig hatten. Und es ist halt auch echt krass, durch Corona ist auch alles zu. Also man kann auch gar nichts kaufen auf der Raststätte, es ist alles dicht, der Wickelraum war auch nicht auf, also verrückt, verrückt, verrückt. Wir sind gut auf der Insel angekommen. Ich habe euch ja hier schon so ein paar Moods gezeigt und es ist richtig, richtig schön und es ist auch wirklich ein tolles, nachhaltiges Ziel, denn auf der Insel gibt es keine Autos. Nur die Polizei, die Feuerwehr und der Arzt, die haben Autos und die Post, die fährt mit Elektroautos rum. Aber das sind vielleicht 5, 6 Autos höchstens. Ansonsten wird hier alles mit Pferdekutschen transportiert und es ist halt richtig krass mal zu sehen, was das halt macht, wenn man auch auf Autos und so eine schnelle Fortbewegung verzichtet. Die Müllabfuhr wird hier auch mit der Kutsche gemacht. Und es muss halt alles mit dem Schiff hier auf die Insel gebracht werden. Und der Müll, der muss dann natürlich auch wieder weggebracht werden. Aber es ist halt super, weil wenn man hier ist, benutzt man definitiv kein Auto, sondern fährt ganz viel mit dem Rad durch die Gegend und macht endlos lange Spaziergänge am Strand. Das ist richtig schön. Ja, zum Thema Nachhaltigkeit noch. Also erstmal Reiseziele, ist immer zu gucken, ob die vielleicht nachhaltig sind, ob die irgendeinen nachhaltigen Aspekt haben. Es gibt viele Regionen, die da wirklich drauf Wert legen, so auch die Insel Jüst. Und der nächste Tipp ist, auch unterwegs benutze ich übrigens meine Stoffwindeln. Ich zeige euch mal, was ich da mache. Ja, wir benutzen diese kompostierbaren Einlagen für die Stoffwindeln. Die sehen so aus und die kommen dann einfach in das Höschen rein und ja, kann man dann wegwerfen, wenn sie voll sind. So sieht es dann aus, so ist es dann in der Windel drin. Muss man nur gucken, dass die Flügelchen schön nach innen sind und dann kann man die einmal ganz normal wickeln, wie mit normalen Stoffwindeln auch. Und für nachts haben wir uns für jede Nacht eine Windelhose, heißt das, das sind so Höschen und hier haben wir so besonders saugfähige Einlagen, denn die funktionieren leider nachts nicht so gut. Da würde die Alma viel zu viel pinkeln, aber das war für uns gut machbar. Einfach, ich glaube, 10 von diesen extra Einlagen einmal für nachts mitzunehmen. Die pieselt sie dann voll, die lassen wir dann trocknen im Bad. Und dann lagern wir sie einfach in dieser Wetbag. Die ist geruchsneutral, also da riecht nichts raus. Und die nehmen wir dann mit nach Hause und waschen sie zu Hause. Ja, und so ist es super easy auch unterwegs Stoffwindeln zu benutzen und ich bin so froh, bis jetzt war wirklich immer noch keine Einwegwindel nach dem 3. Tag ihrer Geburt an ihrem Po. Vor jeder Reise fragt man sich ja wirklich, was braucht denn das Kind diesmal? Es ist ja immer was anderes und die Alma wird ja immer größer und hat immer andere Bedürfnisse und kann ja immer viel mehr und wir sind ja am Meer, am Strand und da liegt es ja nahe, dass sie irgendwie im Sand wurde. Dann habe ich echt überlegt, okay,
soll ich jetzt Sandspielzeug kaufen? Ich habe schon sogar schon auch gegoogelt, es gibt auch sehr viel nachhaltiges Sandspielzeug oder gebraucht. Oh Gott, bei eBay Kleinanzeigen, Mami Greis gibt es ganz viel. Aber ich war so ein bisschen knapp dran, deswegen habe ich nichts gekauft. Ich habe mir aus, bei uns im Hof, da ist ein Sandkasten, da gibt es so eine allgemeine Spielekiste. Da habe ich mir erlaubt, diese zwei Teile mir zu borgen. Die bringe ich wieder zurück. Und dann war es wirklich so, dass wir bei dem Strandkorbverleih waren und der hatte dann in seiner Ecke ganz viele Sachen noch liegen. Alma hat, glaube ich, irgendwas gerade noch weggetragen. Die halt Leute irgendwie vergessen haben oder die im Sand wieder aufgetaucht worden sind. Und die haben wir uns jetzt für den Rest der Woche ausgeliehen. Die werde ich dann wieder da zurückgeben und dann kannst du jemand anders nehmen. Und oft ist es so, dass man irgendwie auch einfach Dinge findet oder jemand hat sie verloren und man echt gar nicht so viel kaufen muss. Und die zwei Sachen hätten es eigentlich auch getan und so hat sie noch ein bisschen Auswahl. Was echt cool. Wieder was weniger gekauft. Was mir aber wichtig war, ich habe wirklich Kleidung genommen mit Lichtschutzfaktor. Denn das ist echt, also das finde ich total wichtig. Ich bin auch richtig braun geworden hier, weil obwohl es total windig ist, ist es knallewarm. Und was ich hier beobachtet habe, durch Corona soll ja die Luft gerade sehr gut sein. Und deswegen ist die Sonne so schon wie im Hochsommer. Und es ist wirklich krass, dass ich glaube auch die Luft und die Sicht so viel weiter ist. Ich habe zum ersten Mal im Leben, wo ich hier bin, alle Nachbarinseln gesehen. Das habe ich vorher noch nie gesehen. Also, Fazit, die Sonne ist sehr stark, deswegen ist mir wichtig, dass ich die Alma nicht nur eincreme mit Sonnencreme, sondern dass ich hier auch Kleidung kaufe, die einen Schutz hat und die Kleidung, die kaufe ich immer viel zu groß. Also die geht ihr jetzt bis zum Knöchel, eigentlich sollte die Hose bis zum Knie gehen, aber es ist immer so, ich kaufe oder ziehe die Sachen viel zu groß an, krempel die ein bisschen rum und dann haben die echt eine sehr viel längere Lebensdauer am Körper. Genau, das wollte ich sagen. Und so ist es halt, ich versuche halt wirklich vor einer Reise immer zu priorisieren, was ist wirklich wichtig, was kann ich mir borgen, was kann ich irgendwo anders irgendwie mir organisieren oder finden und nicht alles kaufen, weil man denkt, man braucht es irgendwie. So, mein Freund hört mir gerade beim Drehen zu, er spielt hier Regisseur und deswegen muss ich hier bitte die Anmerkung der Redaktion. Natürlich ist die Luft nicht gut geworden, sondern sauber und die Luft kann auch nicht weiter werden, sondern die Sicht ist weiter geworden durch eine saubere Luft. Balancieren! Ah. So, los geht's. Super! Gut! Sammeln. Es war wahrscheinlich nicht das optimale Wetter, weil es total stürmisch war und leider dann auch der Sand viel Müll verdeckt, aber es war wieder richtig ergiebig. Ich weiß nicht, ob ich mich darüber freuen soll, aber es ist schon richtig krass, wie das zugenommen hat. Ich beobachte das ja schon seit längeren und an der Kante, wo so die Flut immer endet, da ist immer ein Scheiß, auch ganz viel kleines Plastik. Und ich bin eigentlich immer, wenn ich auf der Insel bin, bin ich hier am Müll sammeln einmal und das könnt ihr überall machen. Wenn ihr kein Meer habt, am See, im Wald, das ist vielleicht noch so ein kleiner Tipp, den man so in seinen Alltag, in sein Leben einbauen kann. Jo, das war's von uns. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wieder dieses Video. Bitte abonniert mich, damit ihr das nächste nicht verpasst. Wenn ihr tolle Tipps habt, die ich hier mal für alle vorstellen soll, dann schreibt sie doch gerne in die Kommentare. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss!